Wie schreibe ich in der Wikipedia? Ja, ich bin nicht angemeldet hier auf wikipedia.org und zwar in der deutschen Wikipedia. Es gibt Wikipedia in vielen Sprachen und jetzt bin ich auf einem Artikel John Sims. Ich kenne den nicht. Ich habe diesen Artikel einfach mal so aufgerufen, während im Hintergrund, das ist vielleicht zu hören, die Baustelle hämmert. Hat aber damit nichts zu tun hier. Dieser John Sims war ein Botaniker, der im 18. Jahrhundert geboren wurde und ich werde jetzt eine Kleinigkeit ändern an diesem Artikel, weil mir das beim Lesen aufstieß. Doch zunächst zwei Sachen, auf die ich euch hinweisen möchte. John Sims ist geboren 13. Oktober. Wir lesen dieses Sternchen einfach so neutral quasi, aber da gab es viel Diskussion drumherum, ob man jetzt schreiben soll, geboren am 13. Oktober. Nicht wegen dem Stern, sondern wegen dem Kreuz hier. Gestorben am 26. Februar. Bei einem Christen, und John Sims war einer, kann man das durchaus setzen, aber was zum Beispiel bei Mohammed? Da würde ich dieses Kreuz nicht hinsetzen. Und viele Kollegen, die häufig in der Wikipedia schreiben, schreiben inzwischen standardmäßig hier geboren, 13. Oktober, gestorben. Also man schreibt das Wort einfach aus. Zweite, worauf ich euch hinweisen möchte, ist das Bild hier. Das Bild zeigt den John Sims, wie er nach rechts guckt. Und damit guckt er quasi aus der Wikipedia-Seite heraus. Jetzt könnte man dieses Bild mit wenig Aufwand nach links setzen. Dann würde er in die Seite reingucken. Das macht man aber nicht mehr. Seit bestimmt 2007, 2008 gibt es sozusagen den Konsens, dass man die Bilder rechts hinsetzt, damit die Seiten so wiedererkennbar sind. Also ihr werdet ganz selten Seiten sehen, wo das erste Bild links ist. Vielleicht später dann Bilder links auftauchen, aber auch das ist eigentlich nicht mehr erwünscht, weil es muss auf allen Geräten vernünftig aussehen und um dies zu gewährleisten, ist einfach gut, einen Bildstandard in dem Fall rechts zu haben. So, aber was mich hier wirklich stört, ist, sind die Häufigkeiten des Wortes wurde, dieses Hilfsverb, passivische Konstruktion heißt es, glaube ich, taucht einfach häufig auf. Er zog nach London, er erwarb eine gynäkologische Praxis und wurde in die Royal College, und zwar 1780 wurde er zum Arzt, 1817 wurde er zur Geburt seines Sohnes von Charles und so weiter, Mutter und Kind starben. Ich gehe jetzt einfach zu bearbeiten. Hier Quelltext bearbeiten, kommt man auf eine HTML-Syntax, die ein bisschen komplizierter ist, aber im Prinzip wurde dieses Knöpfchen hier gemacht, damit man schnell zum Bearbeiten kommt. Ich klicke also hier drauf. Willkommen bei Wikipedia. Wenn ich angemeldet wäre, würde ich das nicht sehen und jetzt bearbeite ich das. Und es ist noch die kleine Warnung, meine IP-Adresse wird vermerkt. Und meine Änderungen werden erst dann angezeigt, also für die ganze Welt sichtbar, sobald sie gesichtet wurden von jemandem, der einfach schon ein bisschen länger in der Wikipedia schreibt, damit nicht jeder Vandale hier herumtippen kann. Also, ich ändere zunächst mal das fehlende Wort hier. Nach dem Tode des Gründers William Curtis war er, und dann könnte ich eigentlich John Sims schreiben, Herausgeber von Curtis Botanical Magazine. Also, nach dem Tode des Gründers William Curtis war John Sims Herausgeber und so weiter. Sehr schön. Dann gehe ich zurück hier in diesen Abschnitt, von wo das wurde auftaucht. Das müssen wir jetzt ein paar Mal hier einfach aktivisch ausdrücken. Er erwarb eine gynäkologische Praxis und wurde in die Royal College of Physicians aufgenommen. Kann man machen. Es ist ein passiver Prozess, also er wurde aufgenommen, er hat sich nicht selber da aufgenommen. Aber hier, 1780, wurde er zum Arzt der Stiftung Poor Married Women at Their Own Houses. Und da können wir jetzt zum Beispiel schreiben, 1780 trat er eine Stelle als Arzt und Geburtshelfer bei der Stiftung Charity for Delivering Poor Married Women in Their Own Houses, at Their Own Houses, an. Punkt. Stimmt der Satz? Er erwarb eine gynäkologische Praxis und wurde in das College aufgenommen.
1870 trat er eine Stelle als Arzt und Geburtshelfer bei der Stiftung Charity und so weiter an. Das nächste wurde kann ich jetzt eigentlich lassen, weil jetzt nicht drei wurde es in drei hintereinander folgenden Sätzen auftauchen, aber ich kann auch das ändern. 1817 wurde er zur Geburt eines Sohnes von Charlotte August von Wales hinzugezogen, also zog man ihn hinzu. Zur Geburt eines Sohnes von Charlotte Auguste von Wales hinzu. Jetzt gehe ich auf Änderungen veröffentlichen, nachdem ich alles nochmal durchgelesen habe, und erläutere kurz, was ich geändert habe. Und da schreibe ich einfach Stil rein. Das sind Stilfragen. Und damit werden die Veränderungen veröffentlicht. Aber sie sind noch nicht gesichtet. Das heißt, wenn jemand auf diese Seite kommt, wird er das noch nicht sehen. Aber in Kürze wird dieser Artikel gesichtet, davon gehe ich stark aus, dauert oft nur ein paar Minuten, manchmal einen halben Tag oder so, aber dann steht der Artikel in der neuen Version so da. Damit wollte ich nur sagen, so ist die Wikipedia entstanden. Dauernd wurde etwas verbessert, manchmal auch verschlechtert, aber meistens verbessert. Dadurch ist die so gewachsen und deswegen finden wir diesen John Sims, und damit verabschiede ich mich wieder und bis zum nächsten Mal.